Ich befinde mich ja hier auf dieser imperialen Transportstation und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir Star Wars Outlaws. Ja, also ich bin ja hier durchgeschlichen und das Lustige ist, man darf keine Alarm auslösen, ne? Das ist mir zum Anfang auch gar nicht geglückt. Beim ersten Mal habe ich auf gut Deutsch gleich Mist gebaut. Deswegen bisher im zweiten Run. Und ich bin gespannt, ob ich hier noch einen sehe oder finde. Laut Grundriss muss der Datentresor hier irgendwo sein. Vielleicht dort? Was siehst du? Are you kidding me? Also ich muss da. Ist hier jemand? Da irgendwie rüber. Und da ist noch so eine komische Flugdrohne. Ihr wollt mich echt ohne pippen. Das wird so böse ausgehen. Hier liegt ein weiterer Datenblock. T-Wagungsprotokolle, Stromleitung, Delet. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so interessant für uns. Ist jemand in der Nähe? Ich mich jetzt frage, was sinnvoll ist. Siehst du was? Machen wir mal ab, wa? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Auf jeden Fall muss ich irgendwo hin und hoffe die ganze Zeit nur, dass keiner mich sieht. Hast du was, Kleiner? Nix. Schnapp dir das. Patrouilliere weiter. Super. Siehst du was? Irgendwas zu vermelden? Ende. Das ist was Feines, Mix. Ich wünschte, irgendwer würde es mal darauf anlegen. Willst du mich verarschen? Hast du was, Kleiner? Da steht jetzt auch einer. Ja, oh, guck mal, der hat sogar komische Schulterplatte. Warum geht er auch allein zu den Hunden? Ich hab mein Problem ist, wenn ich hier Alarm auslöse, ne? Kann ich alles nochmal machen, gehe ich von aus, ne? Alles ruhig in diesem Sektor. Was siehst du? Könnt ihr mal abhauen? Sie kommen in unsere Richtung! Verstärkung!
Die jetzt Alarm auslösen gefallen. Du hast den Alarm ausgelöst. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Okay, danke Spiel. Siehst du was? Das finde ich okay. Damit kann ich noch leben. Ich gehe aber lieber da wieder lang. War nicht hier auch noch was? So, machen wir hier lang. Jetzt hier lang. Hey, schleich mal rüber und hol das. Guter Junge. Umgebung im Auge. Ende. Ist hier jemand? Zum Angriff, Nix. Sichert diesen Bereich. Ich wäre beinahe mal von einem AT-AT zertrampelt. Lass es nicht entkommen! Ist jemand in der Nähe? Verstanden. Ich halte mich bereit. Nix. Da drüben. So. Was siehst du? Bewegung, Nix! Die haben es auf uns abgesehen! Lasst euch von denen nicht zerstören! Die lassen einfach nicht nach! Vorwärts! Ich fordere Verstärkung an! Hier ist verletzt! Weiter schießen! Ich gebe Alarm! Nicht zurückweichen! Feuer! Ich überlege gerade, ob was sinnvoll ist. Bleibe in Alarmbereitschaft. Guck mal, wenn ich das im ersten Moment so sehe, ne? Ist das sinnvoller, da lang zu laufen? Ende. Ich habe in der Schacht. So im ganz ersten Moment, ne? Weil gefühlt sind hier er und dann hört es schon auf. Und dann sind es aber da hinten. Siehst du was? Oh, dann ist er da. Ja, da sind sogar vier, drei. Hier, die habe ich noch. Guck mal, ich habe noch nicht mal drei gesehen. Ich habe nur einen gesehen. Eins, vier. Ich habe das Gefühl, hier unten ist ein bisschen sinnvoller. Oh, guck mal, wie viel da hocken, Alter. Oh, mein Problem ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auch sage. Was siehst du? Guck mal, der ist zum Beispiel das Ding. Oder das Ding. Das würde Aufmerksamkeit machen, aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob das was bringt. Vor allem, ich muss da auch wieder runter, also hier weg. Und das wird das größere Problem sein. Das war's mit Schleichen, Nix. Genau das habe ich nicht vermutet. Wir sind festgenagelt. Da
Ich habe hab die Granate nicht gesehen. Okay, das bringt nichts. Wir haben es versucht. Also im Prinzip ist es ja noch machbar. Wenn du keinen Alarm auslöst, ne? Also wenn du, wenn die nicht die Glocke machen können, dann... ist die Chose machbar. Funktioniert auch nicht. Wir müssen irgendwie dahin schleichen. Aber das Problem sind die drei da. Also gefällt mir der Weg immer noch besser hier. Irgendwie kommen wir dahin. Da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Ich überlege gerade immer noch nur wie. So. Guck mal, wenn ich jetzt nämlich sie hier. Nur tote Droiden sind gute Droiden. Willst du das haben, Nix? Sehr gut. Hast du was, Kleiner? Nix, schnapp dir das. So, erstmal hier kurz einsammeln. Der Sektor ist sauber. Ich habe in einer AT-AT-Einheit gedient. Siehst du was? Mal darüber und hol das. So, gucken wir mal. Irgendwo uns gleich verstecken. Das Hauptquartier soll gar nicht zufrieden sein. Oh Gott. Ich glaube, wir müssen irgendwie da rein. An mir kommt niemand vorbei. Behalte die Umgebung im Auge. Ende. Machen. Was machst du denn? Du hast den Alarm ausgelöst. Wie kommen wir denn da hin? Oh
Oh, warte. Okay, wir haben... Die Idee war nicht schlecht. Da hinten... Wir arbeiten uns vor. Wir arbeiten uns einfach vor. Ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Jeder, der bei den Syndikaten aufräumt, wird früher oder später verletzt. Das ist genauso wie das hier. Ich habe keine Feuerkraft, um die wirklich platt zu machen. So. Ich habe auch das Gefühl, ich muss nacheinander irgendwie hier welche ausschalten. Und wir müssen irgendwo nach oben. Nix, da drüben. Ist hier jemand? Hey, schleich mal rüber und hol das. So, die marschieren da jetzt rüber. Jetzt laufen die da hinten immer so rechts, links hin und her. Mein Problem ist zum Beispiel das hier. Ich könnte jetzt sagen, ne? Ablenken den, wobei das wäre schwachsinnig. Ein Kartell hat mich neulich angegriffen. Den Fehler begeht er nicht nochmal. Ich müsste mich gleich auf den hier stürzen. Und ich glaube, das Zeitfenster ist jetzt auch gleich vorbei. Weil ich weiß hundertprozentig, sobald ich mich jetzt dahin bewege, ne? Um die hier, da, genau. Darf keinen Alarm auslösen. Weiß immer nicht, wie groß das Zeitfenster ist, ne? Der nutzt halt zwei. Ich bin fertig. Lieber noch eine Runde. Ich mach das irgendwie, wenn da hinten. Dann kann ich loslegen. Nix. Fass. Bin ich ja hier lang gelaufen, ne? So, dann geht in den Bereich, Alter.
Ungewöhnliches. Naja. Schauen wir mal nach. Etwas zu vermelden. Ende. Was zum? Siehst du was? So. Das Problem wird jetzt gleich sein. Guck mal. Hier ist ein Schacht. Ich wollte ihn gerade ranpfeifen. Ich wette, der Schacht führt wieder nach vorne. Ja, das bringt mir nichts, glaube ich. Das, was ich gerade vorhatte, war pfeifen. Mein Problem wird genau sein. Wenn ich jetzt pfeife, ne? Ist jemand in der Nähe? Hast du was, Kleiner? Was siehst du? Da, das meine ich. Ist das hier eine Treppe? In meinem Sektor ist es ruhig. Ich glaube nämlich nicht. Der langweiligste Sektor im System. Datentresor. Also gut. Löschen wir ein paar Schulden. Mach schon, mach schon. Ach, wer soll denn aus diesen Dateien schlau werden? Wer bist du denn? Gehörst du zu Torben? Wow. Ja? Nein, du bist ein Eindringling. Und wenn du nicht willst, dass ich den Alarm auslöse, bringst du mich hier raus. Und wer genau bist du? Basnock. Torbens Buchhalter. Schicker Titel für einen Gefangenen, ne? Ich dachte, Gefangene sind meistens in Zellen oder so. Sie nennen es kreative Bestrafung. Kommt davon, wenn man zu clever ist. Die Schmiergelder und Mauscheleien des Gouverneurs laufen allesamt über mich. Kay, wir müssen uns beeilen. Entscheide einfach, wem wir das anhängen. Eine Hand wäscht die andere. Lass ein paar Akten verschwinden und ich hol dich hier raus. Daten löschen, kein Problem. Was darf's sein? Crimson Dawn. Wird mein Ruf immer schlechter, ne? Also gut, lösch alle Schulden der Pikes, die du findest. Da will wohl jemand, dass Gorak Schwierigkeiten kriegt, was? Mutig? Sicher. Dumm? Vielleicht. Ich lösche alles und wir treffen uns in meiner Fluchthilfe. Deine Fluchthilfe?
Ich hatte viel Zeit, um das zu planen, Eindringling. Du kannst sie von der Konsole hinter dir starten. Also, Boss Nock, wie mache ich das? Beruf den Frachtaufzug. Gut gemacht, Eindringling. Er bewegt sich. Toll. Ich heiße übrigens Kay. Ja, wie auch immer. So. Neues Plastermaterial. Warum hat er den übrigens gerade nicht angezeigt? Das ist auch interessant. So. Also, unsere Fluchthilfe muss rum. Kann mal jemand helfen? Dieser Sektor ist der erste Schalter am Heck. Der soll sie hier einen Energiestoß verpassen. Wie ist euer Status? So, und jetzt? Ja, folge mir. Ich führe uns hier raus. Muss ich jetzt lang? Ich glaube, ich muss da lang. Kann das sein? Schaltest du jetzt die Energiebarriere aus, oder was? Ich dachte, du hattest das alles... Hey, komm zurück! Die Imperiale glaubt es nicht! Was? Ich habe die Bahnbrecher abgeriegelt, aber sie versuchen, die Türen aufzustemmen. Schnell! Ich komm ja schon. Kommen heute noch mehr Pike-Besucher hier durch? Ja. Warum lassen wir solchen Abschaum überhaupt hier rein? Wenn der Anblick der Größe unserer Operation sie in Schach hält, bin ich dafür. Gouverneur Torben weiß schon, was er tut. Fertig. Ja, los geht's. Oh Gott. Die Tür ist zu, du musst sie aufmachen. Ja, schon klar, Boss Nock. Warte. Bezüglich des Buchhalters. Ich habe mehrere Beschwerden über den Buchhalter dieser Station erhalten und erachte es daher nötig, sie an die Organisation des Sektors zu erinnern. Der Buchhalter wurde von mir ernannt und steht bis auf Weiteres unter meinem Schutz. Wenn Sie Bedenken vorbringen möchten, können Sie dies gerne persönlich tun. Gouverneur Torden. Der funktioniert auch nicht. So, ich werde das Ding jetzt mal hacken und dann bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht. Ne? Und ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denne.